Hallo, liebe Freunde der Imkerei, seid herzlich gegrüßt. Heute haben wir das Thema Freude am Imkern. Ich bin der Imker Klaus Becker und fing 1978 mit der Imkerei an. Freude am Imkern will uns zeigen, was wir alles, wie die Geschichte entstanden ist, was wir da alles entwickelt haben. Wechseln wir zur Folie 2. Dort seht ihr Teil 1, die Anfänge der Imkerei im Imkerverein Herzogenaurach und Umgebung e.V. Dann den Teil 2, der danach folgt. Das Probeimkern ist sehr beliebt und gemeinsam wird der Umgang mit den Bienen erlernt. Dann endet dieser Teil und es folgt der Teil 3. Das Bienenjahr endet schon im September und wir sind stolz über die geleistete Arbeit. So, Folie 3, Teil 1. Ha, unser alter Imkerfreund Adolf Springer schenkte mir einst eine von ihm selbst gebaute Sonnenwachsschmelze. Das ist hier die schwarze Sonnenwachsschmelze, in die ein oder zwei Rähmchen übereinander reingelegt werden konnten und in der das Wachs von den Waben getrennt unten in einer Auffangschale gesammelt werden konnte. Hier vorne konnte man es öffnen und den Leuten und den Bienen das köstliche Wachs oder dem Sonnenwachsschmelzer das köstliche Wachs entnehmen. Damit war es möglich, das wertvolle Bienenwachs aus alten Waben zu schmelzen, das für die Herstellung neuer Mittelwände gebraucht wurde. Ja, das habe ich oft gemacht und freute mich damit am Anfang, dass ich die Möglichkeit hatte, das Wachs zu gewinnen. Aber es gingen immer nur ein oder zwei Rähmchen rein und das war eigentlich recht langwierig. So, wechseln wir dann zur Folie 4. Unser lieber Adolf Springer, er war ein sehr gescheiter Mann, ein richtiger Holzwurm, würde man bei uns sagen, der voller Freude alles Mögliche aus Holz gefertigt hat. Früher in seiner Lehrzeit hat er Karosserieschreiner für LKW-Karosserien gelernt und für uns hat er diese schöne Imkerbude hingezaubert, die aus lauter Elementen mit 2 Meter Breite hergestellt wurde. Die Imkerbude haben wir zum Beispiel auf dem Marktplatz in Herzogenaurach genutzt, um dort auf unsere Imkerei oder die Imkerei des Imkervereins Herzogenaurach hinzuweisen. Als neu gewählter Vorstand anno dazumal hatte ich die Imker gebeten, dass jeder ein Glas Honig mitbringt, was auch gemacht wurde. Und den Honig haben wir dann verkauft. Es war eine lustige Mischung von unterschiedlichsten Gläsern, die da zum Verkauf angeboten wurden. Aber die Abrechnung war ein bisschen kompliziert, weil der eine hat ein größeres Glas, der andere ein kleineres Glas und ich wollte jedem das gerecht machen. Also es ging irgendwie. So, wechseln wir dann zum Blatt 5. Wir haben uns auch bei der Imkerei abgewechselt und nicht bei der Imkerei, beim Verkauf des Honigs abgewechselt. Und die alten Hasen, sie leben leider nicht mehr. Unsere alten Imker, der Adolf Fehr oder hier der Helmut Schicker und andere, haben uns geholfen, den Honig zu verkaufen und auf die Bienen und die Imkerei hinzuweisen. Dort hinten seht ihr noch unsere Zwillinge Udo und Kerstin, die selbstverständlich auch mitgeholfen haben, die Sachen
zu verkaufen und Werbung für die Imkerei und das Imken und die Freude an der Imkerei zu machen. Ach, auch der Franz Schäfer hat uns geholfen und andere, es ist gewachsen und gewachsen und wir Imker waren ganz stolz. Die Firma Schäffler hat uns Folien geschenkt, damit wir unsere Bude wetterfest machen konnten. Das Teppichwerk von Schäffler war es damals gewesen. Und so ist der Anfang wunderbar gelungen und die Öffentlichkeit wurde bestens informiert. So, mit der Folie 7 kommen wir zum Teil 2. Inzwischen sind Jahre vergangen. Wir haben das circa 100 Jahre alte Zeitlerhaus auf der Herzog Base auf dem Gelände der Firma Adidas aufstellen können. Und hauptsächlich Gerhard Knaus hilft uns dabei, die Informationen und das Wissen an die Probeimker und die Jungimker und die interessierten Imker weiterzugeben. Ja, im Jahr 2020 kam dann noch die Schwierigkeit dazu, dass man sich nicht nur gegen Bienenstichen, sondern auch gegen den Coronavirus schützen musste. Und deshalb tragen wir da Mund- und Nasenschutz, so wie es empfohlen wird. Wechseln wir zum Bild 8. Der Gerhard hält seinen Vortrag hier und die Sandra und der André, der Klaus, der Thomas Winkler und die Rosa Rau sind nur einige von vielen, die sich beim Treffen der Imker am Zeitlerhaus informieren, was da aktuell läuft und was da der Stand ist. So. Und schauen wir uns das Bild Nummer 9 an. Unsere Reinzuchtzüchterin der Kanikabiene, Daniela Oeth, hat uns Königin geschenkt. Und der Gerhard Knaust, unser lieber Helfer, hat uns gezeigt, oder den Jungimkern und den Probeimkern gezeigt, wie mit diesen Königinnen umzugehen ist. Denn er hat erst da unten in den Völkern dafür gesorgt, dass keine Königin mehr drin ist, dass das Volk ohne Königin verzweifelt versucht, eine Nachschaffung zu bilden. Er hat alle Zellen ausgebrochen, dass sich keine andere neue Königin dort bilden kann. Und ist jetzt dabei, die neue Königin einzuhängen. Die Königin wurde in einem Käfig von der Frau Oeth angeliefert, oder haben wir von der Frau Köth im Käfig geschickt bekommen, mit ein paar Begleitbienen, die in dem Käfig sind. Und hier seht ihr, wie der Gerhard diesen Käfig zwischen zwei Rähmchen einhängt. Die Bienen können sich durch den Futterteig, der in diesem Käfig ist, zur Königin durchfressen, wenn natürlich vorher der entsprechende Deckel gelöst wurde. Und die bereits begattete Königin bekommt so die Möglichkeit, sich aus dem Käfig zu befreien und schon nach wenigen Tagen wandert sie über die Waben und bestiftet sie, so nennt man die Eiablage, und es geht munter weiter. So, wechseln wir zu Bild 11. Damit der Käfig nicht zwischen die Waben runterfällt, wurde er hier mit einem kleinen Nagel positioniert
ob das ein Nagel ist oder ob es sich dabei um einen Ast handelt, ist ganz egal. Nur irgendwie muss man halt aufpassen, dass der Käfig nicht runterfällt. In Bild 12 sehen wir dann, wie die Bienen ganz aufgeregt hin und her rennen, weil einerseits ihnen die Königin fehlte und sie nun feststellen, dass eine neue Königin da ist. Sie wissen vor lauter Freude nicht, was sie machen sollen und rennen und rennen hin und her und informieren sich gegenseitig. Es ist spannend, dazu zu schauen, wie das funktioniert. So, auf Bild 13 merken wir, wie etliche Probeimker dastehen und dem Gerhard zuschauen, was da alles gemacht wird. Es ist vorgesehen, dass jeder Probeimker ein Volk bekommt und für das Volk dann zuständig ist und das zu betreuen hat, natürlich unter der Aufsicht der Paten oder von Gerhard Knaus oder wer gerade dafür Zeit hat. Und dieses Bienenvolk darf jeder Probeimker auch gerne mit nach Hause nehmen, auf seinen eigenen Stand. Aber wenn das Volk vom Gelände des Imkervereins auf einen anderen Platz verstellt wird, muss sich der Imker selbst um die Anmeldung und die Sachen kümmern. Es ist nun sein Volk und er sollte dann langsam Mitglied im Verein werden, dass sein Volk an dem neuen Platz versichert ist, was er automatisch vorher am Platz des Zeitlerhauses war. So kommen die Probeimker zum Beispiel nach dem ersten oder dem zweiten Jahr in den Verein. Vorher war alles kostenfrei und die Beiträge für den Verein sind ja auch nicht gar zu hoch. Also das kann man sich üblicherweise schon leisten. Das Gute daran ist, dass der Verein, die Mitglieder des Vereins sich gegenseitig informieren. Bei der gegenseitigen Information kommt zum Beispiel raus, dass bald der Honig geerntet werden soll. Und hier, wie wir im Bild 14 sehen, steht die Sommertracht an, die geerntet werden muss. Gerhard und seine Probeimker haben die Waben, die vollen Honigwaben aus dem Volk, Völkern genommen und zum Heim der Eisstockschützen gebracht. Und dort wird der Honig mit der vereinseigenen Schleuder geerntet. Ganz gezielt hat der Klaus Becker dazu aufgerufen, den Honig draußen vor der Tür des Vereinsheimes zu ernten, weil er wollte, dass die Leute merken, wie schlau die Bienen sind. Es dauerte schon einige Zeit, fast eine Stunde, bis die ersten ein, zwei Bienen angeflogen kamen und sich umschauten, was denn da passiert. Aber schon 10 Minuten später waren viele Bienen angeflogen und wollten uns helfen, den Honig zu ernten. Wir hatten jetzt die Aufgabe, ganz schnell von außen nach innen in das Heim zu flüchten, ohne den Bienen diesen Weg zu zeigen, was gar nicht so einfach war. Dann konnten wir innen drin fast ohne Bienen den Honig fertig ernten und draußen war ein richtiges Geschwür. Überall, wo ein Tropfen Honig hingetropft war, sausten Bienen herum und sammelten den köstlichen Honig, den sie wieder zurück in ihre Beute brachten. Da ist richtig Leben nachher drin. Ja, wir haben ja nicht nur das Zeitlerhaus oben auf dem
der Herzobase, sondern in Erlangenbruck, wie das Bild 15 zeigt, auch unser Lehrbienenhaus für internationale Begegnungen in der Fröbelstraße 6, das in diesem Jahr oder im Jahr 2020 eine neue Dachabdeckung bekommen hat. Auch dieses Lehrbienenhaus mit seinen 8 Bienenvölkern wird für die Probeimker genutzt und denen gezeigt, wie man mit der Imkerei umgehen kann und was da alles zu beachten ist. In Herzogenaurach wie auch oder in Untermembach wie auch in Bruck werden regelmäßige Schulungen einmal pro Monat angeboten, so dass man lernt, was mit der Imkerei alles bei der Imkerei alles zu beachten ist. Das klingt alles so einfach, aber es ist so vielschichtig, dass ich immer wieder sage, wenn man 20 erfahrene Imker fragt, was denn alles zu beachten ist, dann bekommt man mindestens 25 Meinungen, die sich zum großen Teil dann auch noch widersprechen. Also es ist nicht einfach, da den richtigen Weg zu finden, aber es wird doch ein Weg gefunden, den jeder selbst dann weitertragen muss und helfen muss, dass die Erfahrungen nicht verloren gehen. Wechseln wir zum dritten Teil. Was ist denn alles da? Was passiert denn alles mit unserem Honig? Volle Honigeimer stehen im Honigraum und werden bei Bedarf vor dem Abfüllen aufgetaut und gestampft. Was heißt auftauen? Auftauen heißt, der Honig kann innerhalb von wenigen Tagen, wenigen Wochen so fest werden, dass es mit dem Finger nicht möglich ist, einfach da hineinzutauchen. Ein Messer würde fast abbrechen, so hart ist der Honig geworden. Und deshalb nennt man das, der Honig muss aufgetaut werden. Und wenn er durch Wärmeeinwirkung aufgetaut wird und gestampft, das ist aber eine andere umfangreiche Geschichte, dann bleibt er cremig und wird nicht mehr so fest, so dass man ihn dick auf das Brot schmieren kann. Ein Teil des Honigs steht schon in den Gläsern abgefüllt im Verkaufsschrank bereit und andere Sachen wie zum Beispiel das Bienenwachs, das hier gezeigt ist, wird aus dem Sonnenwachsschmelzer gesammelt und aufgehoben und bei Gelegenheit gegen Mittelwände umgetauscht. Nach dem Ausschmelzen der Mittelwände im Sonnenwachsschmelzen werden die Rähmchen hier bei mir in einer alten Spülmaschine für das Einwindern und die nächste Nutzung gereinigt. Man braucht aber nicht unbedingt eine alte Spülmaschine. Es reicht auch, wenn man die Rähmchen nach dem Sonnenwachsschmelzer mechanisch reinigt, zum Beispiel mit einer Spachtel sie sauber kratzt. Und wer Angst hat wegen Krankheiten, kann sie auch noch kurz abflammen. Andere sagen wieder, was soll all dieser Aufwand? Ich kaufe mir stattdessen ein neues Rähmchen und schmeiße die alten Rähmchen weg. Aber wenn man viele Völker hat, dann ist das schon eine große Kostenfrage, denn so ein Rähmchen kostet ja doch circa 1 Euro und das wäre doch ein großer Verlust, wenn man die immer wieder neu kauft. Tja, wenn die Rähmchen alle gereinigt sind, werden sie aufgehoben, entweder im Magazin oder ich habe hier an der Decke 3 Leisten nebeneinander angebracht. Bitte jetzt nicht 3 Leisten nebeneinander angebracht, worauf die Rähmchen angehängt werden können oder aufgehängt werden können.
aber nur die Rähmchen, die schon gereinigt sind, nur die Rähmchen, bei denen überall die Drähte richtig drin sind. Und wenn irgendwo noch Reparaturen notwendig waren, hat man die an andere beiseite gelegt und erst wenn sie repariert waren, werden sie dort aufgehoben. So, im nächsten Bild ist zu sehen, wie fleißig unsere Bienen waren. Sie waren ausgeflogen, haben Bäume besucht und dort für das Nachwachsen, durch ihre Blütenbestäubung für das Nachwachsen des Obstes gesorgt. Sie waren in den Himbeeren unterwegs, sie waren in den Erdbeeren unterwegs und viele, viele Sachen, die der Mensch gar nicht ahnt, wurden von ihnen, viele Pflanzen wurden von ihnen bestäubt und der Kreislauf der Natur wird so aufrechterhalten. Unsere Bienen waren mal wieder sehr aktiv und wir freuen uns über das Obst, über die Blumen, über die Samen, die da sind, dass die Pflanzen und die Natur eine weitere Zukunft hat. Dafür wollten wir ja auch sorgen. So, wer noch viel, viel mehr aus der Freude am Imker lesen will, der kann in spannende Lektüre sich schlauer machen, zum Beispiel mit dem Buch Das Imkerwesen in Herzogenaurach. Es bereitet wirklich Freude zu imkern und öffnet die Augen und das Herz, die Natur zu verstehen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch viel Spaß und Freude bei der Imkerei. Dankeschön, Ihr Klaus Becker.